Also hier ist ein Zeugnis, das ist 21. März 1915. Finck erhält keine Zensur. Das war einmalig. Also da hatte gar keinen Zweck, eine Zensur noch zu geben. Und hier eine Bemerkung, ein Tadel wegen albernen Betragens. Also das war für mich, glaube ich, entscheidend, das alberne Betragen. Das war die Grundlage meiner späteren Entwicklung. In Bunzlau, wo ich also zum ersten Mal, das gibt es, das Wort Bunzlau gibt, in Bunzlau machte ich meine Prüfung bei Herrn Direktor Heinemann damals, dem sprach ich den Hamlet vor und bin sofort engagiert worden als jugendlicher Komiker. Ich muss sagen, ich bin hier in meiner Eigenschaft als älterer Herr oder Mann, der alte Mann und noch mehr, der erzählt, es war spät, aber besser als gar nicht. Ne? Ich erzähle aus der Zeit, als das Kabarett noch lebensgefährlich war. Da waren wir vorher geschlossen worden, das Kabarett Katakombe, ich komme noch darauf zu sprechen nachher. Und wir wurden bedroht, wenn wir nochmal sowas sagen, dann ist aus, ganz aus. Und wie ich wieder auftrat vor Publikum, war sehr gefährlich, sagte ich gleich, gestern waren wir zu, heute sind wir offen. Wenn wir morgen zu offen sind, sind wir übermorgen wieder zu. 1939, wo bei uns die Butter knapp wurde, da fragte mich eine Schweizer Zeitung, ich möchte ja noch etwas sagen über die Zustände in Deutschland. Ich habe gespielt, als ob ich es nicht sagen wollte. Ich sagte, das Wort Zustände möchte ich erstmal nicht gehört haben. Das gibt es bei unserem Führer nicht. Er ist der Einzige, der zuständig ist. Also wie er fragte, ich habe es doch selber erlebt, wie die Leute Schlange stehen vor den Geschäften. Das ist doch im Ausland bekannt, da können Sie auch was drüber sagen. Da habe ich gesagt, das möchte ich nicht gehört haben. Das Einzige, was ich Ihnen mitteilen kann, schreiben Sie bei Ihnen, das wäre nicht so schlimm mit den Zuständen in Deutschland, mit der Butterknappheit, die Leute stellen sich nur an. Und diese Achtung war eines der ersten erschütterndsten Angelegenheiten. Achtung in der preußischen Armee war überall Achtung. So viel Achtung habe ich noch nie erlebt. Und diese Achtung, wie ich das zum ersten Mal hörte, dachte ich, wunder, was passiert wäre. Schreckhaft, wie ich bin, war auch so laut gebrüllt worden, diese Achtung. Und was war dann? Ein Leutnant, der in die Unterkunft gekommen war, sagte, weitermachen. Nur weitermachen. Mehr nicht. Und dann ging er wieder. Ehe noch der Stuhlmeister richtig Achtung gemeldet hatte, davon nochmal Achtung gebrüllt. Das war alles, wirklich. Und nur damit der Leutnant sagen konnte, weitermachen, mussten wir so erschreckt werden. Wir hätten ja auch ohne die Aufforderung zum Weitermachen weitergemacht. Wir hatten ja bloß nicht weitergemacht, weil Achtung gerufen wurde. Und ich selbst wusste nur überhaupt nicht mehr, was ich machen sollte. Denn als der Herr Leutnant reingekommen war, hatte ich gerade gar nichts gemacht. Und ich bedanke mich bei Ihnen und sage Ihnen noch ein Geheimnis. Das konnte ich vorher nicht sagen, sonst hätten Sie gezittert. Ich bin immer genauso gut und so schlecht wie mein Publikum. Immer, kann auch keiner, aber Sie waren heute hervorragend.